Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video möchte ich euch nun zeigen, wie ihr all eure toten Autostellplätze in GTA Online wieder benutzen könnt, sprich wie ihr sie wieder reparieren könnt. Seit einigen Jahren gibt es in GTA ja das Problem, dass manche Autostellplätze kaputt gehen und diese dann als leer gekennzeichnet sind und dass man dann auf diesen Stellplätzen einfach nichts mehr draufstellen kann und sich auch nichts mehr drauf kaufen kann. Und das liegt im Grunde daran, dass man auf diesen Stellplätzen mal ein Fahrzeug hatte, welches dort nicht hingehört hatte, wie zum Beispiel einem Fahrrad, einem Flugzeug oder einem Helikopter. Und zusätzlich zu diesem Problem, was es jetzt bereits schon seit einigen Jahren in GTA Online gibt, gibt es seit letzter Woche ein weiteres neues Problem dieser Art, und zwar handelt es sich hierbei um die toten Stellplätze im Spezialfahrzeug Lagerhaus. Diese sind nun entstanden, weil einige Spieler ihre Spezialfahrzeuge ausgetauscht hatten, indem sie zum Beispiel das Spezialfahrzeug sich in die Basis oder in den Nachtclub gestellt hatten, und dadurch, dass das Ganze dann halt eben ausgetauscht wurde, wurde dann eben das Fahrzeug aus der Basis oder aus dem Nachtclub rüber ins Spezialfahrzeug Lagerhaus getauscht, so dass dann im Endeffekt das Spezialfahrzeug in der Basis oder im Nachtclub stand und ein normales Fahrzeug eben im Spezialfahrzeug Lagerhaus. Und diese Fahrzeuge sind jetzt nun seit dem letzten Patch von Rockstar Games in der letzten Woche unsichtbar im Spezialfahrzeug Lagerhaus. Und zusätzlich kann man diese normalen Fahrzeuge im Spezialfahrzeug Lagerhaus jetzt auch nicht mehr über das Interaktionsmenü anfordern, und somit sind diese Stellplätze nun ebenfalls tote Stellplätze, die man nicht mehr benutzen kann. Aber in diesem Video zeige ich euch jetzt nun, wie ihr die normalen toten Garagenstellplätze und wie ihr die Speziallagerhausstellplätze euch wieder reparieren könnt, so dass ihr diese wieder benutzen könnt. Natürlich ist dieser Glitch jetzt nicht für jeden von euch von Nutze, weil halt nicht jeder von euch tote Garagenstellplätze hat, zum Glück auch, aber da mich halt doch einige von euch gefragt hatten, wie man diese Stellplätze wieder benutzen kann bzw. reparieren kann, habe ich mir jetzt nun gedacht, dass ich euch das Ganze hier heute mal in diesem Video hier zeigen werde. Das Ganze funktioniert auf jeden Fall zu 100% auf der PlayStation 4 und ist im Grunde auch wirklich mega einfach, allerdings nur dann, wenn ihr euch wirklich genau an das haltet, was ich euch in diesem Video hier erklären werde, denn dieser Glitch hier kann wirklich extrem gefährlich sein, so dass, wenn ihr nicht aufpassen würdet, euch alle Autos am Ende des Glitches löschen könntet. Aber ich denke mal, wenn ihr mir genau zuhört und wirklich genau das macht, was ich euch hier in diesem Video erklären werde, dann werdet ihr auch ohne Probleme das Problem gelöst kriegen und zusätzlich wird auch keines eurer Autos gelöscht. Gefunden wurde dieser Glitch auf jeden Fall von meinen beiden Freunden Superstylin und Speedzocker und natürlich mir selber, und deshalb würde ich mich riesig freuen, wenn ihr uns dafür einen Like da lassen würdet, denn in diesem Glitch haben wir echt viel Arbeit reingesteckt. So, aber ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt mit dem eigentlichen Glitch, damit ihr euch eure Stellplätze wieder reparieren könnt, und deshalb auf geht's. So, zunächst einmal zeige ich euch meine toten Garagenstellplätze und was diese bewirken, damit ihr auch wirklich wisst, um welche toten Garagenstellplätze es sich hier in diesem Video dreht. Ich habe auf jeden Fall einen toten Garagenstellplatz in meiner normalen 10er Garage im Eclipse Tower, genauer gesagt in der zweiten Eclipse Tower Garage, da ich eben mehrere Garagen im Eclipse Tower habe. Und wie ihr ja gerade hier schon im Hintergrund sehen könnt, befinden wir uns ja hier in dieser Garage, und ihr könnt hier drinnen sehen, dass ich hier drinnen gerade 9 normale Fahrzeuge habe und scheinbar einen freien Garagenstellplatz. Also im Grunde dürfte diese Garage jetzt gar nicht voll sein, da hier drinnen sich nur 9 Fahrzeuge befinden. Allerdings denkt GTA bzw. das Spiel denkt nun, dass meine Garage voll ist. Denn wenn ich jetzt nun als Beispiel mal ins Internet gehe und mir dort ein neues Fahrzeug kaufen möchte und es mir dann genau in diese Garage stellen möchte, dann bekomme ich immer dieses Auswahlmenü, welches Fahrzeug ich denn überschreiben möchte, und dieses Menü erscheint ja nur, wenn ich ein Fahrzeug in eine volle Garage kaufen möchte. Und ja, in diesem Menü werden mir jetzt meine neuen Fahrzeuge, die ihr ja hier in diesem Video sehen könnt, angezeigt, und zusätzlich wird dieser tote Stellplatz als leer gekennzeichnet. Und wenn ich jetzt nun das neue Auto auf diesem mit leer gekennzeichneten Stellplatz kaufen möchte, dann bekomme ich immer die Meldung: nicht verkauft, Kauf abgebrochen, bitte kaufen Sie etwas. Und wenn ich das Ganze jetzt nun versuche anders zu lösen, und zwar indem ich die Garage zu Fuß verlasse und mir dann draußen irgendwo auf der Straße ein Straßenauto klaue, um dann eben mit diesem Straßenauto in die Garage reinzufahren und dieses Straßenauto dann eben auf diesen leeren Stellplatz zu stellen, dann passiert immer Folgendes. Musik.
nämlich gar nichts. Das Tool und das Auto verschwinden einfach, nachdem ich es eben auf diesen leeren Stellplatz platziert habe. Und deshalb ist dieser Garagenstellplatz auch leider tot, denn ich kann ihn einfach nicht mehr benutzen. Egal was ich auch mache, ich kann diesen Platz einfach nicht mehr benutzen. Ich kann mir kein neues Auto drüber kaufen und ich kann auch kein Straßenauto so in die Garage reinfahren, denn dann verschwindet ja immer das Tool und das Auto, so wie ihr es ja gerade schon gesehen habt. Kommen wir jetzt aber mal zu meinen toten Stellplätzen im Spezialfahrzeug Lagerhaus. In meinem Spezialfahrzeug Lagerhaus habe ich auf jeden Fall mehrere tote Garagenstellplätze drin, weil ich hier eben normale Autos drin stehen hatte, die jetzt aber nun seit dem letzten Patch in der letzten Woche von Rockstar Games unsichtbar sind. Und wenn ich jetzt hier an dieser Stelle ebenfalls ins Internet gehe, um mir eben das Spezialfahrzeug, welches sich hier ursprünglich an dieser Stelle befinden müsste, noch einmal zu kaufen, dann bekomme ich dort eben folgende Meldung. Nicht verkauft, Kauf fehlgeschlagen, dieses Fahrzeug wurde schon freigeschaltet. Und deshalb ist dieser Stellplatz hier genauso tot wie der Stellplatz aus der 10er Garage von gerade, denn ich kann mir das unsichtbare Auto jetzt auch nicht mehr über das Interaktionsmenü draußen anfordern, so wie es eben noch vor dem Patch in der letzten Woche ging. Und ja, damit ihr euch jetzt nun eure toten Stellplätze reparieren könnt, müsst ihr jetzt erst einmal wissen, wo sich eure toten Garagenstellplätze befinden, also in welcher Garage. Und dann, wenn ihr wisst, in welcher Garage sich diese toten Garagenstellplätze drin befinden, dann müsst ihr hingehen und diese Stellplätze entweder in euren MOC oder in den Lieferanteneingang von eurem Nachtclub verschieben. Denn diese Stellplätze bzw. die Stellplätze müssen in eine Garage verschoben werden, in der sich eben nur ein Stellplatz drin befindet. Und so eine Garage bzw. so einen Speicherort bietet eben nur das MOC oder eben der Lieferanteneingang des Nachtclubs. Ich nutze in diesem Video auf jeden Fall den MOC bzw. ich zeige euch das Ganze in diesem Video anhand des MOCs. Aber wie gesagt, das Ganze funktioniert auch mit dem Lieferanteneingang des Nachtclubs. Und dafür solltet ihr jetzt erst einmal ein Straßenauto klauen und mit diesem dann in irgendeine x-beliebige Garage fahren, in der sich ein LG RH8 oder so drin befindet, den ihr opfern könnt. Ich nutze hierfür in diesem Video auf jeden Fall meinen Nachtclub bzw. die Ebene B4 im Nachtclub, aber das könnt ihr wirklich in jeder anderen Garage machen. So, seid ihr jetzt nun in der Garage gespawnt, dann setzt ihr jetzt nun das Straßenauto auf den LG RH8 bzw. auf das Auto, was ihr opfern wollt, so dass dieses Auto nun gelöscht wird. Habt ihr das nun gemacht, dann lauft ihr jetzt nun zu dem Straßenauto hin, mit dem ihr ja gerade in diese Garage reingefahren seid, und dann steigt ihr in das Auto ein und dann fahrt ihr mit dem Straßenauto ganz normal nach draußen. Seid ihr nun draußen angekommen, dann steigt ihr jetzt nun aus dem Straßenauto aus und dann geht ihr jetzt nun hin und zerstört ganz einfach das Straßenauto. Habt ihr das nun gemacht, dann müsst ihr nun euren MOC leer machen, indem ihr jetzt nun das Fahrzeug aus dem MOC in die Garage reinfahrt, wo ihr gerade das Straßenauto noch drinne hattet. Und deshalb bestellt ihr euch jetzt nun das Fahrzeug aus dem MOC einmal über euer Interaktionsmenü. Und wenn dieses dann nun bei euch angekommen ist bzw. bei euch gespawnt ist, dann fahrt ihr jetzt nun mit dem Auto aus dem MOC in die gleiche Garage rein, in der sich ja eben noch das Straßenauto drin befand. Also bei mir in diesem Beispiel ist das ja die Ebene B4 in meinem Nachtclub. Habt ihr das nun gemacht und das Auto aus dem MOC steht jetzt nun in eurer Garage, dann geht ihr jetzt nun ins Internet und dort kauft ihr euch jetzt nun einen kostenlosen LG RH8 oder irgendein anderes Auto und dieses bestellt ihr euch jetzt nun in die Garage, in der sich ja der tote Garagenstellplatz drin befindet. Also in meinem Beispiel ist es ja die zweite Garage im Eclipse Tower. Und ja Leute, diese Bestellung geht jetzt ganz normal durch und das Auto wird jetzt auch nun in die zweite Garage von meinem Eclipse Tower geliefert und dadurch, dass ich das Ganze jetzt nun eben in den Eclipse Tower, also in die zweite Garage vom Eclipse Tower bestellt habe, dadurch wandert jetzt nun eben der tote Stellplatz rüber ins MOC. Falls ihr nun aber noch testen wollt, ob sich jetzt euer toter Garagenstellplatz auch im MOC befindet, dann kauft euch eben noch schnell einen weiteren kostenlosen LG RH8 und diesen bestellt ihr dann ins MOC und dann werdet ihr merken, dass dort nun der Stellplatz im MOC mit leer gekennzeichnet ist und dass ihr euch dieses Fahrzeug jetzt nun nicht kaufen könnt, genauso wie gerade eben noch im Eclipse Tower am Anfang des Videos.
So, habt ihr nun den toten Stellplatz ins MOC verschoben, dann verlasst ihr jetzt nun die Garage und dann wartet ihr jetzt noch kurz, bis GTA das Ganze auch wirklich abgespeichert hat. Das erkennt ihr im Übrigen daran, dass unten rechts dann so eine orangene Ladeschnecke erschienen ist und wenn diese erschienen ist, dann hat GTA auch alles abgespeichert, was ihr gerade gemacht habt. Falls diese jetzt aber einfach nicht erscheinen will, dann wechselt einfach ein paar Mal euer Outfit oder so und dann dürfte die Ladeschnecke auch ganz normal unten erscheinen und dann ist auch wirklich alles gespeichert, wenn diese erschienen ist. So, hat GTA jetzt nun bei euch gespeichert, dann schließt ihr jetzt nun die Anwendung und dann startet ihr GTA neu und dann wartet ihr eben ab, bis ihr im Story-Modus von GTA 5 spawnt. Seid ihr nun im Story-Modus angekommen, dann öffnet ihr jetzt nun an dieser Stelle euer Interaktionsmenü und dann geht ihr über das Interaktionsmenü in den Regisseur-Modus. Seid ihr nun im Casting-Trailer vom Regisseur-Modus angekommen, dann geht ihr nun auf die Akteure und dort geht ihr dann auf die Tiere und dort wählt ihr jetzt nun irgendeinen x-beliebigen Vogel aus. Ich nutze für diesen Glitch auf jeden Fall immer den Kormoran, aber das Ganze geht wirklich mit jedem Vogel. Seid ihr jetzt nun mit irgendeinem Vogel im Regisseur-Modus gespawnt, dann öffnet ihr jetzt erst einmal eure Karte und dann setzt ihr euch irgendwo auf der Karte einen Wegpunkt, dort wo sich nämlich dann in der Nähe Wasser befindet. Ich mache das Ganze hier am Vespucci Beach, aber wie gesagt, das Ganze geht wirklich überall, wo sich Wasser befindet. Habt ihr das nun gemacht, dann schließt ihr jetzt nun wieder die Karte und das Pausenmenü und dann öffnet ihr euer Interaktionsmenü und dann teleportiert ihr euch jetzt nun über das Interaktionsmenü zu dem Wegpunkt, den ihr euch jetzt gerade auf der Karte gesetzt habt. Seid ihr jetzt nun bei eurem Wegpunkt angekommen, dann geht ihr jetzt nun ins PSN und dort sucht ihr euch jetzt nun eine Aktivität raus, in der drinne steht GTA Online starten. Und Leute, achtet bitte wirklich darauf, dass ihr eine Aktivität verwendet, in der drinne steht GTA Online starten und nicht GTA 5 starten, denn mit dieser Aktivität würde das Ganze leider nicht klappen. So, habt ihr nun eine Aktivität gefunden, dann scrollt ihr jetzt nun mit dem Cursor runter auf GTA Online starten und dann drückt ihr zweimal schnell die PS-Taste, damit ihr jetzt nun wieder zurück nach GTA kommt. Und nun habt ihr diese Aktivität direkt griffbereit, denn wenn ihr das nächste Mal jetzt zweimal schnell die PS-Taste drückt, seid ihr jetzt nun wieder direkt bei dieser Aktivität. So, habt ihr das jetzt nun gemacht und die Aktivität befindet sich jetzt nun griffbereit im Hintergrund, dann fliegt ihr jetzt nun mit dem Vogel los in Richtung Wasser. Und wenn ihr jetzt nun in der Luft seid, dann öffnet ihr jetzt nun an dieser Stelle euer Interaktionsmenü und dann geht ihr mit dem Cursor schon einmal auf Regisseurmodus beenden, aber an dieser Stelle bestätigt ihr bitte jetzt noch nichts mit der X-Taste. Denn nun müsst ihr mit eurem Vogel in das Wasser fliegen und ganz kurz bevor euer Vogel das Wasser berührt, müsst ihr dann zweimal die X-Taste drücken, zweimal schnell die PS-Taste, X und Kreis, um jetzt eben diesen Vogel hier in den Story-Modus von GTA 5 zu glitchen. Im Grunde ist das Ganze wirklich mega einfach, aber ich brauche ab und zu auch 2 bis 3 Versuche, das Timing zu hitten und deshalb habe ich natürlich selbstverständlich hier beim ersten Versuch direkt verkackt. Ihr wisst Bescheid, Leute, Vorführeffekt. Aber im Grunde ist es gar nicht schlimm, denn dann könnt ihr das Ganze einfach wiederholen, wenn ihr das Ganze nicht direkt beim ersten Versuch schafft. Sprich, dann geht ihr wieder mit dem Vogel runter in den Regisseur-Modus und dann fliegt ihr erneut auf das Wasser zu. Und dann öffnet ihr in der Luft erneut euer Interaktionsmenü, geht wieder mit dem Cursor auf Regisseur-Modus beenden und ganz kurz bevor ihr dann das Wasser berührt, drückt ihr dann zweimal die X-Taste, zweimal schnell die PS-Taste, einmal die X-Taste und einmal die Kreistaste. Und wenn ihr nun alles richtig gemacht habt, dann seht ihr jetzt nun, wie euer Vogel unter Wasser stirbt und dann erscheint nun eine Meldung mit außer Gefecht. Und nachdem ihr diese Meldung mit außer Gefecht bekommen habt, bekommt ihr erneut einen schwarzen Bildschirm, den ihr nun wieder mit der Aktivität wegdrücken müsst. Und dafür müsst ihr jetzt nun zweimal schnell die PS-Taste drücken, dann einmal die X-Taste und dann die ganze Aktivität mit der Kreistaste ablehnen. Habt ihr das nun gemacht, dann seid ihr jetzt nun mit dem Vogel im Story-Modus von GTA 5 gespawnt. Und nun müsst ihr an dieser Stelle nur noch euer Interaktionsmenü öffnen und dann geht ihr erneut in den Regisseur-Modus. Seid ihr nun wieder im Casting-Trailer vom Regisseur-Modus angekommen, dann wählt ihr jetzt nun an dieser Stelle euren ersten Online-Charakter aus und mit diesem betretet ihr dann ganz einfach den Regisseur-Modus. Seid ihr nun gespawnt, dann öffnet ihr jetzt nun an dieser Stelle euer Interaktionsmenü und dann verlasst ihr jetzt nun über das Menü den Regisseur-Modus. Habt ihr das nun gemacht, dann bekommt ihr erneut einen schwarzen Bildschirm und diesen müsst ihr jetzt erneut mit einer Aktivität wegdrücken. Also an dieser Stelle wieder zweimal schnell die PS-Taste, einmal die X-Taste und einmal die Kreistaste drücken.
Und sobald ihr das jetzt nun gemacht habt, werdet ihr jetzt nun mit eurem Online-Charakter im Story-Modus von GTA 5 spawnen. Das Ganze könnt ihr jetzt nun auch gut daran erkennen, dass euer Charakter jetzt nun das Story-Handy in der Hand hat, wenn ihr die Pfeiltaste nach oben drückt und in dem sich natürlich die ganzen Story-Symbole hier auf der Karte befinden. Und nun müsst ihr nur noch ganz einfach eine Freundessitzung über das Pausenmenü aufmachen und warten, bis ihr in der Freundessitzung gespawnt seid. Seid ihr nun in der Freundessitzung gespawnt, dann kommt jetzt nun auch schon der Schritt des Glitches, der echt gefährlich ist, bei dem ihr, wenn ihr etwas falsch macht, all eure Autos verlieren könnt. Und deshalb hört mir jetzt bitte ganz genau zu und macht auch wirklich bitte nur das, was ich euch sage, beziehungsweise das, was ihr jetzt hier in diesem Video seht. Falls ihr jetzt irgendetwas nicht versteht, dann spult bitte nochmal zurück und guckt euch noch einmal an, was ich hier in diesem Video gesagt habe, beziehungsweise was ich hier in diesem Video gemacht habe, damit ihr das Ganze auch wirklich versteht, damit ihr halt auch nichts falsch macht. Denn ich möchte nicht daran schuld sein, dass ihr ein Auto oder vielleicht sogar all eure Autos jetzt hier bei diesem Glitch verliert. So, als erstes mal solltet ihr jetzt nun checken, ob ihr jetzt nun auch in dem verglitschten Zustand seid, den wir jetzt nun für diesen Glitch hier brauchen. Und dafür solltet ihr euch jetzt nun erst einmal als MC präsent im Interaktionsmenü registrieren. Habt ihr das nun gemacht, dann schaut ihr jetzt nun, welches Motorrad ihr euch nun im Interaktionsmenü als MC-Präsident anfordern könnt. Und wenn jetzt hier nur ein Red Bike steht, dann hat der Glitch wirklich geklappt. Denn nun habt ihr aktuell keine Fahrzeuge mehr auf eurem Online-Charakter. Und dieses Red Bike, was jetzt hier nun steht, ist einfach nur irgendwie ein Bug, denn ihr habt im Grunde auch gar kein Red Bike. Und wenn ihr jetzt nun hier wirklich in diesem Zustand drin seid, dass ihr keine Fahrzeuge mehr auf eurem Online-Charakter bzw. auf eurem Account habt, dann öffnet ihr jetzt nun an dieser Stelle euer Ingame-Handy und dann geht ihr dort ins Internet und dort kauft ihr euch dann irgendein Auto, wie zum Beispiel einem kostenlosen LG RH8 und diesen bestellt ihr dann zu euch ins MOC. Und so überschreibt ihr euch jetzt nun an dieser Stelle euren kaputten Stellplatz, der sich ja im MOC befindet. Aber bitte Leute, kauft euch jetzt an dieser Stelle kein weiteres Auto in irgendeine andere Garage rein, denn sonst werden dort eure Autos, die ihr in dieser Garage an diesem Stellplatz habt, wo das neue Auto dann reingeliefert wird, überschrieben und gelöscht. Und wenn ihr euch jetzt nun eure Stellplätze im Spezialfahrzeuglagerhaus reparieren wollt, dann kauft euch nun die Spezialfahrzeuge, die euch fehlen, beziehungsweise wo sich auf dem Originalstellplatz ein normales Auto befindet, erneut. Ich kaufe mir hier in diesem Video einen neuen Technical Aqua, einen neuen Wastelander, einen neuen Ramp Buggy und einen neuen gepanzerten Boxwell, weil ja auf deren Originalstellplätzen ja irgendwelche andere Fahrzeuge bzw. Autos stehen, die unsichtbar sind, die ich nicht mehr benutzen kann. So, habt ihr das jetzt nun gemacht und euch nun eure Stellplätze überschrieben, dann fordert ihr euch jetzt nun erst einmal euren MOC an und dann wartet ihr, bis euer MOC gespawnt ist. Ist der MOC jetzt nun gespawnt, dann fahrt ihr jetzt nun zum MOC und dann lauft ihr hinten zu Fuß in den MOC rein. Und nun müsst ihr mit dem Auto aus dem MOC einmal raus und wieder reinfahren, damit das Auto jetzt nun auch wirklich abspeichert. Und dasselbe müsst ihr jetzt natürlich auch mit euren Spezialfahrzeugen machen, also einmal mit jedem neuen Spezialfahrzeug einmal raus und wieder reinfahren in das Spezialfahrzeuglagerhaus und dann speichern diese ebenfalls ab. So, habt ihr jetzt nun alle Fahrzeuge, die ihr euch jetzt gerade hier in diesem Zustand gekauft habt, erfolgreich abgespeichert. Dann öffnet ihr jetzt nun an dieser Stelle euer Pausenmenü und dann geht ihr auf den Karteireiter Online und dort geht ihr dann auf den Editor, so dass ihr jetzt nun in den Editor wechselt. Seid ihr nun im Editor angekommen, dann öffnet ihr jetzt nun an dieser Stelle euer Pausenmenü und dann erstellt ihr euch nun eine neue Freundessitzung. Seid ihr jetzt nun in der neuen Freundessitzung angekommen, dann sind jetzt nun all eure Autos wieder da, also ihr braucht jetzt auch keine Angst mehr zu haben, ihr seid jetzt nicht mehr in diesem verglitschten Zustand und zusätzlich habt ihr jetzt nun auch all eure toten Garagenstellplätze gefixt bzw. überschrieben, da die neuen Autos, die ihr euch ja gerade gekauft habt, jetzt nun ebenfalls hier vorhanden sind. Sprich, ihr habt jetzt all eure alten Autos und die neuen Autos, die ihr euch ja gerade im verglitschten Zustand gekauft habt und ja, somit habt ihr jetzt nun keine toten Garagenstellplätze mehr.
So, ich hoffe mal, dass ihr diesen Glitch jetzt hier nun alle verstanden habt und dass dieser Glitch euch jetzt nun hilft, eure toten Garagenstellplätze loszuwerden. Solltet ihr aber irgendetwas nicht verstanden haben, dann schaut euch das Video einfach noch einmal an oder schreibt mir einfach unten in die Kommentare, bevor ihr irgendetwas Falsches macht. Ich versuche euch dann so gut es geht weiterzuhelfen und zusätzlich verlinke ich euch dann auch nochmal unten in meiner Videobeschreibung und unten im angepinnten Kommentar den Seven Sins Post, also die Seven Sins Seite von diesem Glitch hier, die ich vorhin aufgemacht habe, denn dort könnt ihr euch dann den Glitch auch nochmal in Ruhe durchlesen, falls ihr hier irgendwas in diesem Video nicht verstanden habt. So, ich bin jetzt nun aber mal raus. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da und wenn du hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.